streng, gell? Ja, hebt schon noch ein bisschen an, ja. Also ist das ein schöner Auftrag, oder wie siehst du das? Ja, das ist eine schöne Arbeit, ja. Der Brunnen macht man nicht altbot. Können wir das sagen? Genau. Ich würde dir mal anzeigen, dass der Brunnen dann hier kommt. Von der selben Seite her wird dann eingefahren. Jetzt tun wir hier laute Klötzchen sägen da rein, dann tun wir es rausbrechen und dann super rausputzen. Und warum hast du genau gewusst, wie tief das muss sein? Dann haben wir nach der Stirnfläche, die man hört, muss man da ein bisschen absetzen. Aha. Ein bisschen Auge haben. Hast du da eine 50er-Säge? Das jetzt schon, ja. Und hast du die Hälfte genommen? Nein, jetzt ist er 32 tief und 34 breit. Aber nicht 32, wie hast du das genau gewusst? Ja, da hat man immer vorne an der Stirnseite geschaut. Man muss schauen, dass man mit dem Mund recken. Aha. Nicht unten rauskommt. Aha. Und da ist ein bisschen Sache vom Auge. Aha. Voll im Gefühl, in dem Fall. Gefühl, Übung und ja. Wahnsinnig, hä? Da kommt es hier denn da und dann vertieft? Da kommt der Brunnen hier. Aha. Das steht dann. Ja. Das ist dann dort drin, steht es dann. Genau, dann kommt da der Brunnen hier. Dort der Hof und das Schloss. Ist dann noch quer und dann gibt es Klötzchen. Genau, nachher kann ich es rausschlagen, ja. Aha. So. Und wie machst du das unten dran, dann fein wird? Da haben wir das separate Maschine, kann man unten dran ein bisschen höhlen und hobeln. Aha. Und schleifen und dann irgendwann. Da muss so noch Wasser haben. He? Ja, genau. Ja. Und den Ablauf wäre noch gut. Ja. Ja, genau. Das hat ganz feine Messungen, da haben wir es ganz fein rausgenommen. Wahnsinn. Ihr ja, sind schon eingerichtet, hä? Ja, ja, ich meine, das ist jetzt einfach für einen normalen Brunnen braucht es das auch. Wie groß ist der? Ja, schlussendlich wieder 5,5. 5,5 Meter? Ja, mit allem drum und dran. Ja. Ist das eben Vorgabe, oder? Ja, das ist eine Vorgabe. Aha. Man tut jetzt kein Risiko, man tut es einfach dann hier messen. Mhm. Was die Tiefe mag leiden, oder? Jawohl, genau. Und dort ein Schwert einzeichnen. Ja. Und wenn er durchstechen will, dann wäre er kaputt, oder? Also ja, das. Ja. Eben, und da haben wir schon gewisse Erfahrung bis zu Brunnen, oder? Mit so schon, ja. Eben, ja. Macht es nicht gerade, aber mal. Und das ist jetzt der Weissdammer, oder? Weissdammer, ja. Wahrscheinlich, Weissdammer ist am besten, wenn es immer nass ist. Ja. Ist Weissdammer am besten. Und eigentlich der Brunnen, als er lange hebt, sollte man keinen Auslauf machen. Das Wasser, das reinkommt, sollte immer voll sein. Und es sollte eigentlich überall drüber rinnen. Dann hebt er am längsten. Dann hebt er ziemlich lang, gell? Dann hebt er lang, sehr lang. Was heisst das also? Was hebt ein Brunnen, Daniel? Wenn das Wasser immer drüber läuft, hebt er schon 20 Jahre. Wenn es wirklich. Ja, ja. Und wenn es jetzt nicht drüber läuft, sagen wir halt immer trocken nass ist, dann hebt er 5 Jahre, 6 Jahre vielleicht. Dann gehst du schnell voll. Und da können wir jetzt per Jahr einen Auftrag geben. Das ist so ja ein Brunnen. Kann man ja. Also 1,5, 2 Meter, was ist normal? Ja, 2 Meter. Ja. 2,5 Meter. Irgendwie muss man dann noch die Wasserleitung reinbringen auf den Brunnenstock. Jetzt haben wir hier am Bohrer ein bisschen verlängert. Aha. Muss auch ein bisschen improvisieren bei diesem Projekt.
Dann holen wir dann mit dem Hammer und wir wickeln, um die Klötzchen rausbrechen. Und dann nachher ist der Kühlsteil schon gemacht. Das ist wegen einem Ast oder wegen der Phase oder etwas, gell? Ja, irgendetwas ist da unten drin, aber man muss ihn zuerst sauber rausputzen. Dann ja. Sehe ich es dann. Ich wäre es noch blöd, wenn es einen Ast unten drin hat, den ich aufziehe. Ja, genau. Dann hat es noch ein Loch unten dran. Das ist nur Höchle, das ist nicht bohren. Aha, ist da. Ja. In dem Moment, gell, so am Kern, wenn es so, dann ist es schwierig, gell? Ja. Du musst auf diese Höhe her. Ja, aha, ja, ja. Und dann geht man von vorne hier. Ja, wohl, ja. Ins Wasser rauf. Da kommt dann nachher, wo er da ist, das Gold kommt dann dort her. Ja, ja, aber okay. Selbst eine Herausforderung, wenn du gerade einbohren musst. Ja, ja. Darum machen wir jetzt so ein grosses Loch, dass wir jetzt ein Spiel haben. Du, aber es ist drückt noch. Wenn du von hinten her musst sparen und dann von oben nachher noch wieder und dann musst du noch nicht treffen, oder? Das ist ganz sicher, ja. Da bist du noch ein bisschen Gefühl zu erben. Und dann aus. Ja. Hohoho, jetzt geht aber was zu, hä? Das sieht niemand. Und so ein Loch muss stimmen, der Rest da hinten. Aber bist du auch ein bisschen nervös, ob es gerade triffst oder nicht? Nein, nein. Aber wenn du es nicht triffst, was machst du denn? Ja, dann tun wir noch mal. Aha. Und so ein Loch muss am rechten Ort sein. Das ja, eben. Ist gleich. Ja, ja, eben. Aber das Loch muss dann da am richtigen Ort sein. Schon, ja. Aber da drin kann ich den halben Stamm aushöhlen, das spielt keine Rolle. Ja, aber da oben musst du. Aha! Auch wenn du es oben nicht triffst, kannst du hinten noch aushöhlen. Ja, ja, genau. Dann den Dreher gibt es, der muss sauber sein. Er muss schon schön werden, wenn man es schon macht. Ja.
Du, Christian. Wie? Und, freust du dich, bis du Wasser anspritzen und dann in die Segmelia gehen? Ja, leider schwinge ich nicht. Oh! St. Galler, verletzungsbedingt, aber nein. Die Schwinger würden Freude haben daran. Unglaublich, he? Wie ist es denn sonst so als Flumser, wenn man zu Mils trainiert? Ja, ist wunderbar, oder? Ist die eigene Region, der eigene Club. Von her spielt das keine Rolle, ob das Flums oder Mils ist. Das heisst, Stabs müssen wir auf dich verzichten? Leider Gottes, ja. Aber ich werde diese Saison noch zurückkehren auf den Schwingplatz. Dann bleibt es vorläufig bei 20 Grenzen, he? Genau, vorläufig bleibt es leider bei 20 Grenzen. Und wie steht es aussen so? Verfassung? Gobe 1,85 Meter gross, 110 Kilo schwer. Wie ist es so mit der Verfassung hier aussen? Ja, sonst geht es mir gut. Ein bisschen zugenommen. Verletzungshalber, aber das gehört dazu. Aber sonst fühle ich mich gut, ja. Ja. Was hast du für eine Verletzung? Ich habe im Januar einen Knorpelschaden eingefangen. Im Knie. Der leider musste operieren. Jetzt geht es halt 4 Monate insgesamt, bis die auskuriert ist. Jetzt bin ich im letzten Monat und werde heute oben das erste Mal wieder im Sagmal anzutreffen sein. Er drückt schon, gell? Gell ist schon manchmal, also ich kann Kopf vergessen schiefen. Vor allem, wenn man so im Sagmal-Rand steht, dann etwa mal drückt es noch, oder nicht? Genau, ja, es drückt schon. Es ist extrem, gell, die Kräfte, die wirken. Ja. Auf das Knie vor allem, oder? Ich habe schon Kreuzbandverletzung gehabt. Aber nichtsdestotrotz, man nimmt den Anlauf noch mal und kommt sicher stark zurück. Können den Adapter halten, Müller schwer galt am Rand und schon ist das Knie kaputt gewesen. Gell? Genau. Dein Spezialschwung ist der kurz, oder? Genau. Ist das noch etwas, der drückt ja auch, gell? Also, meine, musst du manchmal lang fesseln und so weiter. Ja. Genau, ja, es ist sicher der kurze Spezialschwung, der, wo man ja, die ganze Zeit auch trainiert und macht und ausbessert, ausdefiniert. Und, ja. Nein, das ist das eigentlich schon so. Und die Kräfte, egal bei was, es sind so viele Faktoren, aber nichtsdestotrotz, Verletzungen gehören dazu und das wird bei anderen nicht anders sein. Ja, dann freuen wir uns auf dich, wenn du wieder mitmachst, oder? Wenn du denkst, wann könnte es nächstes Fest sein? Ja, ich will mich da noch nicht festlegen. Ich muss sicher eine Verletzung auskurieren. Schauen, dass das sicher gut verheilt, dass ich sicher auch einen Monat davor am ersten Fest gut trainieren kann. Und dann wird sicher ein Rangschwingen das erste sein und dann wird man vielleicht noch das Kantonals können machen im August. Ja, genau. Du hast ja mal, hast du in 2017 mal ganz einen guten Rang am Kantonalen? Genau, genau. Dort auf dem dritten Rang klassieren und den Lebigpreis heine von selben her. Ja, Leute, St. Galler, Kantonalen, einem schon eher am Herzen. Ja, wenn das Wetter mal immer gut war bei der Kantonalen, hat er wohl ertragen, gell? Nein. Sind wir gespannt, ja. Genau, hoffen wir, dass der Petrus ein bisschen auf Schwingerseite ist. Du bist geheiratet, hast ein Kind, gell? Genau, richtig. Und auch schon ein bisschen am Schwingen mit dem... Ja, es ist immer ein Thema daheim natürlich. Ja. Oder wenn man ins Training geht, heisst es immer, der Tati geht schwingen. Ja. Oder geht ins Training für das Schwingen. Also ein bisschen wächst sicher mit dem auf. Ja. Ja, dann werden wir mal schauen, was da läuft. He? Genau, danke schön. Aber Christian, hast du das schon mal gesehen, wie das stand kommt? Also, da. Ja, ich habe also selber einen Brunnen gemacht. Für Familie oder für ein Geschenk. Und von selben her ist mir die Arbeit schon bestens vertraut. Ah, dann bist du nicht gerade so ein Schreibtischförster in dem Fall. nein, das hoffe ich, wird sicher nicht so ausschlaggebend sein, dass man nur noch am Schreibtisch sitzt. Man ist noch jung, man will sich noch bewegen und dann ist das eine super Gelegenheit, um wieder einmal aus dem Büro zu kommen.
Vermutlich, wenn du so relativ gerade reinkommst. Weißt du, treffst du es dann nicht? Kommen wir dann auf den Brunnen, meinst du? Aber er muss noch ein bisschen so um, oder? Ist einfach qual, das Blut. Keine Ahnung. Die Leitung legen, Wasser rein und fertig ist dann. Tipptopp. In der Tat, es hat geklappt mit der Leitung einlegen, aber auch mit der Beschriftung. Das hat der Daniel mit seiner Crew und der Motorsäge zusammen gemacht. Einen Tag später, das habe ich leider ganz knapp verpasst. Ich habe dafür dann aber den Schnitzer getroffen, der Patrick Walzer. Und er hat mir auch gesagt, er hat noch geholfen mit der Leitung einlegen. Es war noch ein bisschen knifflig, aber sie haben es hergebracht. Schaut dem Schnitzer einfach mal zu. Seit 20 Jahren macht er das schon, der Patrick. Wie gehst du denn hier vor? Ja, jetzt habe ich zuerst einmal ich sage jetzt, roh schneiden, also die Form rausschneiden. Und wenn die Nähe proportional passt, dann geht es in richtig verzieren Detail. Ich komme dann ziemlich sehr einmal vom Turm ins Dach, weil es ist ziemlich matchentscheidend. Wenn ich es habe, gehe ich eigentlich immer so Schritt für Schritt wieder an, fange wieder oben an, gehe wieder an. Und dann wird es eigentlich immer detaillierter und genauer. Also im wahrsten Sinne vom Wort auch Uhren ab. Du musst immer wieder rauf auf das Podest, wieder rauf und wieder schauen und machen genau. Und tun. He? Also ich bin jetzt für das etwa 30 Mal rauf und an. Du bist jetzt etwa eine Stunde dran, gell? Ja, ein bisschen mehr. Etwa anderthalb, ja. Ja. Aber gell, ja. Es ist immer schwierig. Nachher mal, dort gut, dann hast du eine Ecke, wo du gut kannst nehmen. Die Schwierigkeit da ist natürlich immer, du siehst es nicht wirklich. Du siehst genau das, was du vor dem Gesicht hast, aber die Gesamtgröße in Form siehst du nicht. Du musst immer wieder anhaben, musst weg, von weitem schauen. Weil sie die Leute auch von unten anschauen, natürlich, gell? Von weiter weg. Ja, genau. Und das sollte eigentlich rundum dreidimensional passen, oder auch mit der Umgebung. Also wir haben gesehen, wir machen da unten noch etwas Mauern, wie wir eigentlich sind, und etwas Weinberg, dass es nicht einfach wie ein Cut fertig ist. Und jetzt, wenn wir so wieder anziehen, von hinten, dort, wo die Straße raufkommt, würde ich auch etwas machen noch. Mit dem Plätzchen, wo da hinten dem ist. Ja. Aber. Ja, ja. Du, so wird ein leichter Stein in den Werdenberger, ne? So schnell schon nicht. Aber ich sah immer durch, von ihm her geht's. Ah, schon? Aber bist du im Berg daheim? Nein, ja. Also, ciao aufgewachsen. Aha, ja gut, das stimmt. Das ist immer da, oder? Genau. Ja. Ja, aber du hast irgendwie Freude, gell? Du hast Forstwetter gemacht, gell? Genau, ich habe Forstwetter gelernt. Ja. Ich war 12 Jahre im Wald und hier jetzt seit gut 20 Jahren schnitzen. Ja. Der Umgang mit Motorsägen ist natürlich schon sehr wichtig, natürlich, oder? Schon, ja. Mhm. Ja. Also logisch ist es nicht zu vergleichen mit normalen Holzerarbeiten, mit Baumfällen und in Tasten, also, was man üblich macht. Mhm. Aber das Handling der Sägen ist eigentlich schon match entscheidend, ja. Das ist schon ein bisschen eine Nervensache, gell? Wenn es mal verkackt ist, verkackt, oder? Ah, es ist so, ja. Also, gewisse Fehlschnitte kannst du noch korrigieren. Es kommt natürlich auch immer auf das, was schnitzt drauf an. Ja. Da ist es jetzt halt schon so, gell? In einer Woche ist das Schwingfest, der Brunnen steht fertig dort. Der Brunnenstock ist eigentlich auch fertig und jetzt hat hier das Schloss schnitzen. Und es wäre natürlich schon recht peinlich, wenn jetzt hier dort noch ein Seich machen würde. Dass man dann abhauen oder vielleicht so gerne. Ja, gut, der Förster darf mir den Hals umdrehen, wenn er nochmal so eine Weissdanne gejunten müsste. Nur weil ich es eigentlich gemacht habe. Nein, das klappt schon. Ja, du,
wo Walzer drauf steht, ist Walzer drinnen. Oder? Ja, also, ja, genau. Und, eben, und Walzer passt ja zu Werdenberg. Das waren ja auch ein bisschen Wandervölker gewesen, gell, ursprünglich einmal. Ja, grundsätzlich eigentlich von der ganzen Region ja, ja. Da. Genau. Ja. Ja, ja. Genau. Wenn ich mal in der Motorsäge säge, dann heisst es immer, das darf nie sein mit dieser Kette. So. Warum ist denn das so? Ja, das ist eben der Unterschied zwischen einer normalen Motorsäge und einer Carving-Säge. Also nicht Säge, sondern Schiene. Sägen sind handelsüblich, die sind normal, ist einfach eine andere Kettenteilung drauf. Bei einer normalen Motorsäge hast du Schwert, wo vorne dran in der richtigen, also gleich eine breite Führung geht. Und die Carving-Schiene, die sind vorne zugespitzt, da gibt es verschiedene Grössen. Bei normalen Sägen hast du, also beim normalen Schwert hast du vorne einen Umlenkstand, der die Kette um den Bogen führt. Und bei diesen Carving-Sägen hast du das nicht. Aber das Material nicht kaputt geht durch die Reibungshitze, muss die Kette relativ locker sein. Also die kann auch so nicht rausfallen, weil der Winkel so spitzig ist, durch die Fliehkraft. Jetzt ist sie gespannt. Jetzt habe ich vorne nur 1 mm zu zahlen. Herkules, aber als Förster ist das nicht gelernt, oder? Ja, als Förster habe ich gelernt, dass es nicht so sein darf. Immer! das ist richtig mein Umdenken. Wie bist du überhaupt zu dem gekommen? Ja, beim Holzen warten müssen. Und dann habe ich mal probiert, ein Pilzchen zu schnitzen. Und dann hat es funktioniert und Spass gemacht. Und dann habe ich die Idee gehabt, es war gerade vor Weihnachten, um für meine Mama einen Adventskranz mit 4 Kerzen zu machen und so. Dann ein Hölzchen da. Ja. Dann habe ich das gemacht und bin auch den ganzen Winter nur am Kerzensägen, weil alle eine Kerze wollen haben. Und als dann der Frühling kam, habe ich das Gefühl, das möchte ich mal probieren. Aber da ist halt das mit dem Internet und so noch nicht so gesehen wie heute. Und ja, habe dann einfach einmal probiert und probiert und probiert. Und so ist das entstanden.